Vergangene Woche fand das dritte Haserpap-Bobbycar-Rennen statt. An dem sonnigen Tag waren 100 Fahrer vor Ort und konnten ihr Können unter Beweis stellen. Zahlreiche Gäste genossen das traumhafte Wetter an der Rennstrecke. Die Fahrer starteten in den Kategorien Original-Bobbycars, getunte Bobbycars, Frauen und Reglement. In der Klasse Reglement mussten die Fahrzeuge den internationalen Regeln der Bobbycar-Rennen entsprechen. So durften die Fahrzeuge nicht mehr als 50 cm breit, 74 cm lang, 55 cm hoch und 40 kg schwer sein. In der Klasse der Tuning-Fahrzeuge war der Kreativität keine Grenze gesetzt. Mit bis zu 70 Stundenkilometern rasten die Fahrer die Strecke hinunter. Von den startenden Fahrern fuhren die besten 12 in 2 Sechsergruppen um den Einzug ins Finale. Die besten 3 Läufer waren dann nochmals am Start um den Wanderpokal, den Bobbycar-Schnuller. Vor dem Start war die Anspannung unter den Fahrern richtig zu spüren. Wie fühlst du dich so kurz vor dem Start? Ja, eigentlich ganz gut. Es wird ein bisschen eine Nervosität aufkommen, wenn ich auf einer Rampe hocke oder am Start stand. Aber es geht schon. Was ist das Besondere bei dieser Strecke? Ja, die 2 scharfen Kurven. Da. Einmal rechts und einmal links. Muss ein bisschen aufpassen. Gut anfahren. Und dann hoffentlich kommen wir gut runter. Der Bobby kann man sehen. Besonders erfreut waren die Zuschauer, dass die Bregenzer Wälderin Susanne Moll, ihres Zeichens Snowboard-Profi, auch mit am Start war. Heute mal beim Bobbycar-Rennen, ist das heute für dich ein besonderer Tag? Genau, also heute mal beim Bobbycar-Rennen, also quasi Ausgleichssportart. Ich bin im Sommer einfach da klein unterwegs zu Fußballen, Bobbycar, ein bisschen als anderes als Snowboarden. Von 100 Läufern sind 12 Damen am Start. Wie reagieren da die Jungs drauf, wenn so eine Dame mitfährt? Boah, ja, ganz unterschiedlich. Also ich glaube, sie finden es cool, dass wir auch mittun und wir lockern sehr die Atmosphäre ein bisschen auf. Nach 4 Stunden Action und Spannung standen die Sieger des Tages fest. Der Erstplatzierte, Oberhauser Ulrich, freute sich, dass er als Sieger aus diesem Rennen hervorgehen konnte und den Wanderpokal bis zum nächsten Rennen an sich nehmen darf. Was war ausschlaggebend, dass du das Rennen gewonnen hast? Ja, Können und Glück. Ein bisschen nachschneiden und das Rät dann. Was ist das Besondere bei dieser Strecke? Ja, kehren die oberen 2. Dann muss man auch erwischen und so ist es gelaufen. Ist die Strecke schwierig zu fahren? Ja, es tut, wenn man vor ein paar Mal gefahren ist oder 1-2 Mal in Gartische. Ebenso erfreut war auch der drittplatzierte Stolberer Daniel, dass sich die Vorbereitungen auf das Rennen gelohnt haben. Du hast einen 3. Platz gemacht. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Doch, mal. Das erste Mal vom Stockerl kann man schon zufrieden sein. Ja. Wie würdest du das Gefühl bezeichnen vor dem Start, nach dem Start? Ja, vor dem Start. Jetzt erst mal die Angstspeise rauslaufen. Und dann, wenn du mal am Fahren bist, geht das gut. Wenn du 100 bist, bist du froh. Ja, super Rennen da. Nach dem Rennen trafen sich die Fahrer beim Ziel, um gemeinsam anzustoßen. In der Gemeinde Eck freute sich Bürgermeisterin Theresia Handler über die außergewöhnliche Veranstaltung. So eine Veranstaltung bedeutet in erster Linie mal viel Spaß, ganz, ganz viel Euphorie unter den jungen Männern und den Fans. Es wird wochenlang gebastelt, wird wochenlang probiert, wird wochenlang geschweißt und Material wird diskutiert und es ist immer so ein richtiges Rennfieber vor dem Bobbycar-Rennen da. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ist auch ein schönes Sommerprogramm. Eine gute Abwechslung für die, die nicht im Urlaub sind, die da Ferien machen. Und ich denke, es ist ganz eine sympathische Angelegenheit, was sie da machen. Sichtlich erleichtert war der Organisator Matthias Meusburger, dass das Rennen ohne Probleme über die Bühne ging. Das Jahr sind wir ganz zufrieden, weil kein Verletzter absolut niemand zu verletzt hat. Und das Wetter hat hier super mitgespielt, auch wieder knapp 100 Starter. Das ist eine super Veranstaltung gewesen. Ja. Wird diese Veranstaltung wieder stattfinden? Ja, auf jeden Fall. Da sind so viele Teilnehmer, die Woche hin darauf arbeiten, dass sie so Bobbycar machen können. Wäre schade, wenn es nicht mehr kümmert. Am Abend lud der Verein Haserpap noch zu einem Abend im Festzelt mit Unterhaltung. Eine gelungene Veranstaltung an einem traumhaften Samstag im Bregenzer Wald.